Ja, hallo und seid gegrüßt, meine biertrinkenden Ansitzangler. Ich bin euer Affenkönig Dämlich und das ist The Fisherman auf der PS5 für euch Part 143. Wir sind hier in Frankreich und ich kann Ihnen verraten, es gibt hier wunderschöne Fische. Vom Hecht bis zur Barbe, Brasse, Wels, Flussbarsch, Karausche, Karpfen, Nase, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Zander. Das ist doch mal ein wunderbares Fischsortiment der Extraklasse, was ich sehen lassen kann. Und ich würde jetzt einfach mal gucken, wo wir denn hier hinkommen, was wir denn hier fangen können. Ich fange hier an der sandigen Riviera an. Die, die meinen Kanal verfolgen, kennen diesen Spot bereits schon. Da konnte ich meinen Trophäenzander bisher fangen, aber leider auch noch nicht den Überriesen, aber ich bin gespannt. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, ich bin weiter runtergegangen. Ich habe mir eine neue Angel zugelegt. Wir haben 33.000 Raketen mitgenommen aus Michigan. Also richtig viel Kohle gemacht. War echt cool. Hat richtig gut gepasst. Aber ich glaube, ich bin ja am falschen Spot. Ich muss noch mal gucken. Das war nicht, glaube ich, das war nicht die Ecke, oder? Ich gucke nochmal und gehe mal hier hin. So, wie sieht es hier aus? Hä? Umgestürzte Bäume, nicht verkehrt. Oh, hier war ich noch gar nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin, weil ich hier noch nicht war. Und versuche einfach mal, was hier so kreucht und fleucht, zu erwischen. Ich habe mir auf jeden Fall eine neue Grundangel zusammengestellt. Die ist noch mal stärker. Eine neue Rolle, neue Schnüre, alles richtig geil. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist das Grundfutter anrühren. Das sieht doch noch einen schönen Spot aus. Vielleicht können wir ja auch einen großen Friedfisch erwischen. Das gefällt mir eigentlich hier. Das ist wirklich eine schöne Ecke. So, der Rutenständer ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig dafür. Aber ich werde natürlich auch erstmal die große aufstellen. Hier haben wir das gute Stück. Sieht so ähnlich aus wie die andere. Ist nur noch mal ein bisschen länger. 30 cm länger. Jetzt habe ich einen geschlossenen Fieder mal genommen. Habe hier mal einen Krebs dran gehangen. Da will ich einfach erstmal gucken, was beißt denn. Aber erstmal Grundfutter anrühren. Das ist klar. Das sollte ich machen. Gleich hier die komplette Packung in den Eimer reingeschmissen. Oh, oh, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Okay, dann noch ein bisschen Karamelle reingeschmissen. Da haben wir eh nicht mehr so viel. Genau, das machen wir gleich noch mit dran. Zack. Und los geht's. Da haben wir, glaube ich, jetzt hier was richtig Leckeres, Grobkörniges für unsere großen Burschen. Und das Geile ist, das ist eben auch nicht nur für Friedfische, sondern auch für die anderen Fische. Und das ist ja das Geilste überhaupt. So. Gucken wir doch mal, wo ist denn das Gelumpsch? Hier unten. Rein damit. Hier mache ich es auch gleich mal rein, dass wir das schon mal Bescheid wissen. Gut, gut, gut. Das sieht sehr schön aus. Oh. Das ist aber wieder ein lautes Vögelchen hier. Gut, das ist jetzt der offene Fieder. Genau, der hat jetzt die Route gewechselt. Wollen wir die nehmen? 200er Haken, also da kann einiges kommen. Ich hau das Ding einfach mal hin. Ich weiß nicht, ob die ja Krebs mögen. Ich schätze, ein Wels in der Früh, wenn der hier vorbeikommt, denkt er sich, freilich, hau ich mir rein. Ich bin mir aber natürlich nicht zu 100%ig sicher. Ich habe hier mal eine mittlere Aktion gewählt von unserer Glocke hier oben. Also das soll schon ein größerer Fisch sein, wenn das Ding klingelt. Wobei die Kleinen es wahrscheinlich auch gut weggesnackt kriegen. So, dann werde ich hier noch die andere Route auch mit 2-0er, die haue ich mal hier in die Ecke rein. So, das ist jetzt wirklich rein ins Blaue geschmissen und gehauen, weil ich wirklich nicht weiß, was hier überhaupt steht. Das ist sehr flach.
Wir werden einfach mal abwarten müssen und gucken, ob da überhaupt was kommt. In der Zeit kann ich mir gut vorstellen, das sieht nach einem schönen Friedfischplatz aus. Habe ich hier jetzt mal vorbereitet. Ein schöner kleiner Haken und Grieskugel. So, die Tiefe wäre noch interessant. Ich gehe mal auf die magischen 80 und dann gucken wir erstmal, ob da überhaupt was beißen will. Ich freue mich aber, weil hier gibt es fette, fette, geile Friedfische. Deswegen, da freue ich mich. Ich mache mal das Licht an. Es ist doch noch ein bisschen diesig. Oh, und da will doch schon was schnabulieren. Na, aber selbst verfreilicht. Könnte das schon die erste Rotfeder oder irgend sowas sein? Hier. Oh nee! Och nee! Jetzt habe ich ihn verschreckt, den Guten. Ich war zu nervös, würde mein Schwager jetzt sagen. Ja, Christian, ich weiß. Du siehst das wahrscheinlich. So. Aber jetzt ist er wieder dran. Jetzt sehe ich nur nicht, ob die Pose weg ist oder nicht. Aber oben in der Ecke sehen wir es ja noch. Noch ist sie nicht unter Wasser. Und er schnabuliert auch noch. Also ich merke es noch vibrieren. Ja, irgendwas ging jetzt hier nicht, Leute. Hat es nicht richtig angenommen. Ich kann ja auch eine. Mensch, Leute, weißt du, auf was ich Bock habe? Ich habe Bock. Auf Made. Oh, nee, rote Made, Wachswürmer. Wachswürmer sind doch keine Maden, oder? Pinkies könnte ich auch mit dranhängen. Hier gibt es auch einzigartige Brassen und alles Mögliche. Also auf jeden Fall ein schöner Haken, um hier so eine Made dran zu hängen. Aber die Grundruten könnte es hier in der Ecke schwer werden. Zumindest sehr flach. Vielleicht gehe ich da auch mal eher auf die Ritze und den 1-0er Haken. Na, guck ein, aber die Pinkies wollen sie nicht. Oh, da ist auch was an der einen Grundrute. Das sieht aus, als würde da was dran rumspielen. Ja, neuen Kescher habe ich auch. Ihr seht es schon. Fischfort XL. Kriegen wir jetzt 150 Kilo rein. Der größte Fisch kann 25 Kilo wiegen. Also da können wir hier auch versuchen, wirklich unsere Rekordwelts zu fangen. Jetzt muss ich doch noch mal wechseln. Da sind sie doch. Mensch, hätte ich nur mal ein bisschen weiter gemacht, weil ich glaube, Pinkies stand zumindest hier nicht direkt drin. Das sind die Wollen. Aber vielleicht ja die normale Made, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ansonsten war das eben hier ein Teigliebhaber, der jetzt hier an der Pose rumgeschnabbelt hat. So, Schluck Kaffee, habe ich ja ganz vergessen. Runtergeschluckt und zack, geht's los. Schön. Gut, jetzt aber bitte, mein Freund, schnapp sie dir. Oh, oh, wir ziehen wieder, jetzt treibt man durch den Stein, kawusch, und weg ist er. Der Fisch ist auch weg. Nee, er ist doch, der Köder wurde zu weit weg bewegt. Habt ihr das gesehen? Das war da vorhin, glaube ich, auch das Problem. Komm, da werfen wir zu Brückenpfeiler 4, Heiler. Da hat der Fisch ein bisschen mehr Zeit, sich was zu gönnen. Oh, ist das nicht herrlich, wie die Ruten hier stehen, die eine länger als die andere. Ach, Mensch. Das ist doch was. Und aus Grün wird Babyblau, wenn wir das Licht anschalten. Oh ja, 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 diesmal, ich bin guter Dinge, dass wir jetzt unser erstes kleines Rotauge oder irgendwas verhaften können.
Einzigartige Schleier hat man ja hier schon. Mega geiler Fisch. Oh. Spielt ganz schön intensiv hier. Natürlich die Rute viel zu stark. Das weiß ich, viel zu stark gewählt. Da werden wir wahrscheinlich richtig viele Minus-XP machen. Wenn wir die Fische hier an Land holen. Aber ich hatte halt mal wieder richtig Lust auf Frankreich, um hier einfach nochmal ein paar Arten vielleicht zu fangen, die man nicht ständig fangen. Und das sollte ja hoffentlich funktionieren. Grundroute geht natürlich gar nicht. Dann kann ich natürlich auch nochmal probieren, hier ein bisschen zu spinnern. Ja, aber es ist nicht so einfach, wie ich jetzt dachte. Dann gehe ich jetzt nochmal, die vorhin zwar die Mal, da aber nicht so hundertprozentig, gehe ich nochmal auf die Grießkugel. Das sollte ja mit der Topköder überhaupt sein. Die meisten Friedfische. Und dass wir hier nicht ganz leer ausgehen. Zack. Ändere ich mal die Spielregeln etwas. Es gibt ja auch dicke Karpfen hier, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ach nee, das war der falsche, ich wollte doch die Elritze. Elritze hätte ich gerne. Weil die holt sich zur Not Barsch, Zander, Hecht, Wels. Also da sind viele dran interessiert, das hat man doch. Das ist alles in Ordnung, dann könnten wir jetzt... Ach nee, müsste ich ja noch genau den Haken noch mal schnell. Mal ein 1-0er. Wir wollen ja einen großen Barsch und keinen kleinen. Wenn es hier welche gibt. Ist wirklich ein schmaler Flussabschnitt hier. Und auch ein sehr flacher. Zugleich noch mal. So, mal schauen. Ja, und da haben wir das erste Rotauge. Sag ich doch. Aber hübsch. Aber sehr hübsch. Sind ja irgendwie doch mit meinen Lieblingsfischen. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil ich mit denen aufgewachsen bin und die als kleiner Stift schon geangelt habe. Meinem Bruder dabei zugeguckt habe. Ich mag die Burschen. Die Mädels und die Burschen. So, das hat schon mal funktioniert. Dann machen wir die auch mal scharf. Was hänge ich denn jetzt hier dran? Genau, ich habe eine Idee. Hier machen wir, könnte man ja theoretisch auch auf Barsch umstellen. Und wir gehen auf Regenwurm. Sollten wir vielleicht auch noch ein paar andere mit erwischen. Nicht der Tauwurm, sondern genau der Regenwurm. Ich weiß nicht, kann ich das überwerfen hier hinten oder... Ich weiß es nicht. Ja, da ist sogar geringfügig tiefer. Machen wir erstmal das, wenn wir dann am großen Flussabschnitt sind, dann können wir ja immer noch sagen... Wir noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Uiuiuiuiui. Gut, was lauert hier der Tiefe? Es ist ja nicht mal 2 Meter tief. Ach, ich glaube, was viel flachlaufenderes haben wir gar nicht. Vielleicht ist das auch eher eine Raubfischecke. Es ist flach, also das ist ja immer eine Garantie, dass der Hecht hier sein Unwesen treiben kann. Aber ich war an dem Spot noch nie, also das könnte spannend werden. Vielleicht, na doch, Hecht könnte hier schon stehen. Gehe ich mal von aus.
Oh, da ist es an der Grundrute. An der Regenwurmrute. Es sieht stark danach aus, Leute. Da werde ich gleich mal rangehen. Das ist natürlich wahrscheinlich was Kleines, was die Spitze nicht gleich auslöst. Aber ich werde auch nicht zu früh dran gehen. Jetzt geht er. Ah, kriegt es nicht in die Spitze. Ich gehe jetzt ran. Ich glaube, der hängt. Der hängt, der kleine Bursche. Mal gucken, was wir da haben. Können wir mir guten Bursch vorstellen? Nee! Rotauge hat sich jetzt auch den Regenwurm einverleibt. Oh, ein 1-0er Haken. Nee, das ist eine ganz gierige. Also, Mathilda, was hat denn dir dein Vater, der Günther, beigebracht? Geh nicht an die großen Haken, da sitzen die ganzen bösen Jungs dran bei den großen Haken. Junge, Junge, Junge. So, wieder in die Ecke. Naja, da wird es sogar noch bis 2 Meter tief da hinten. Eine schöne Geschichte. Also bis jetzt hier reiner Friedfischspot, aber wo Friedfische sind. Müssen doch auch irgendwo die Hechtbrüder unterwegs sein. Das war doch schon immer so. Die Bisszeit ist den ganzen Tag gleich, durchwachsen. Also so mittelprächtig. Ja, nehmen wir eine schöne Henge. Da haben wir. Oder Muscheln. Haben wir uns? Nee, ich dachte, wir hätten uns was eingefangen. Haben wir nicht. Ich gehe noch mal ein bisschen auf die Posenroute. Ich wäre immer mal im Wechsel hier. Wie tief soll es denn hier sein? Eigentlich ist das eine schöne Stelle hier. Das ist eigentlich wirklich eine schöne Friedfischstelle auf jeden Fall. Oh. Oh. An der anderen, an der Eritzenrute. Okay, das ist. Das ist jetzt nichts ganz, ganz Kleines. Zander. Ja! Da tummelt sich hier auch noch der Zander rum. Oh. Guckt euch mal an. Sieht doch so viel geiler aus als die amerikanischen Zander, finde ich, die europäischen. Könnt mir auch gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Herrlicher Fisch. Und ein schöner Fisch. Okay, der saß jetzt hier an der Ecke. Aber ich kann, glaube ich, nicht hier durchwerfen. Das habe ich schon mal probiert. Ich will mal gucken, ob wir drunter werfen können. Nee, das ging nämlich immer nicht. Schade. Dann haue ich mal direkt hier an die Kante. Oh, und hier vorne. Oh, da sehe ich gerade, da ist Kraut. Da sollte ich mit der Posenrute mal hinhauen. Da sollte ich mal hinhauen. So, stellen wir das Ding mal ab. Doch da auf jeden Fall. Also das müsste ja ein Garant sein für Friedfische. Das Blöde ist, wir treiben ja auf jeden Fall weiter. Aber wenn sie die Grießkugel sehen, gehen sie hoffentlich hinterher. Ja, da ist auch schon einer. Ist die Frage, wie weit man den aus seinem Versteck rauslocken können oder ob er dann ablässt. Ich fürchte, er hat schon abgelassen und ist wieder weitergezogen in sein Zuhause unter dem Krautdach. Wo das natürlich auch ein guter Spot für die Spinnrute ist. Oh, und da ist schon wieder was. Auf der Grundrute ist was Kleineres.
Ah, hier sind die Zander. Die Zander sind hier zu Hause. Ist auch wieder nur ein kleiner Spritzer, aber eben ein schöner. Mann, 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 ist das geil. Na, das habe ich mir doch fast gedacht. Das ist doch richtig cool. Ja, dass die an der Kante stehen und dann kommt ein Friedfisch vorbei, der mit der Strömung kommt und dann zack, schießen die raus und holen sich die kleinen Brüder. Du Harry, sag mal, guck mal, das Rotauge dort, das ist doch die Lisa. Nee, das kann nicht die Lisa sein, die habe ich gestern gefressen. Okay, aber jetzt weiter hier mit der... Oh mein Gott. Okay. Ich will nochmal die andere Grundroute checken. Und hau die jetzt auch mal hier davor. Die hau ich jetzt mal hier ans Kraut. Ist zwar nicht weit, aber vielleicht ja effizient. Also direkt so ein bisschen links daneben würde ich die gerne platzieren. Hier. Dann müsste ich aber noch mal tauschen, wa? So. Oh, ich habe vergessen. Ja, jetzt muss ich noch mal reinholen. Ich habe die Bremse offen gelassen, ich Hornochse. Das ist nie gut. Ja, der Wurf war auch ein bisschen besser. Oh, da an der Kante sind es 2 Meter. Das ist vielversprechend. Ich denke, da könnte jetzt ein schöner Biss kommen. So, und ich versuche mal, ich weiß nicht, wie weit ich hier drunter komme. Naja, so richtig weit nicht. Was ist denn hier nur mit den Fliegen los? Sag mal, sind die hier gefangen in irgendeiner Plastikbox, das so schallt? Gibt's doch gar nicht. Also mein Mateneimer, da ist doch leer. Da sind doch nur die Maten drin. Also, nee, nee, nee. Oh. Ich hab's gewusst, Leute. Das ist ein guter Spot. Neben dem Kraut. Könnte wieder Captain Zander sein. Könnte aber auch Kollege Hecht sein. Ne, Barsch! Schöner! Oh! Oh, das ist ein schöner. Das ist ein schöner Barsch, meine Damen und Herren. Schön dickbäuchig ist er schon. Herrliche Flossenfarbe. Geile schwarze Streifen. Ach, schön. Das ist Barsch Revier. Cool, ich glaube, die habe ich hier noch nie gefunden. Wenn wir dort jetzt mehrere fangen, dann könnte das natürlich darauf hinweisen, dass die hier in der Ecke gerne unterwegs sind. Oh! Pose! So, Pose. Rotauge. Schön, ist die auch wieder da? So, dann können wir hier gleich wieder probieren, die Ecke zu beangeln. Und das funktioniert wunderbar. Das ist wunderschön. Das gefällt mir. So, jetzt lasse ich das erstmal hier so ein bisschen schön stehen und treiben. Also ein schönes, einfaches Angeln. Es gefällt mir so, wie man es hier in der Gegend auch machen könnte, wenn man denn viel Zander im Gewässer hat. Aber ein Barsch und ein Rotfeder oder ein Rotauge, also das kriegt man auch noch raus. Auf jeden Fall. Deswegen gefallen mir die europäischen Gewässer nur so. Und ich freue mich schon so auf Deutschland, aber ich glaube, das ist erst Level, ach, das war erst Level 40 oder 42. Dauert noch ein Weilchen, glaube ich. So, aggressive Bisse auf unsere Grieskugel.
Und ich will jetzt auch mal was probieren, Leute. Am Freitag will ich mal versuchen, mit Cookie-Teig zu angeln. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das manchen Friedfischen gefällt. Ich werde es euch dann natürlich im nächsten Part berichten. Dass man damit ein paar schöne Rotaugen, Rotfedern, vielleicht auch ein Schleichen oder vielleicht auch einen Karpfen holen kann. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ah, jetzt haben wir einen Hänger. Ja. So, Hänger gelöst. Ja, Kollege Zander will erstmal nicht mehr. Aber gut, ja. Weiß nicht, ob die Zander am Tage. Obwohl, das ist eine recht trübe Suppe, gell? Dann kriegt man die Zander eigentlich auch am Tag. Gleich werde ich nochmal die Spinnrute rausholen, weil irgendwas muss hier doch mit der Spinnrute gehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier gar nichts funktioniert. Hör! Also Köderfisch fangen wir schon mal gut. Das ist schon mal ein bisschen besseres Rotauge. Zumindest schon mal ein paar 20 cm. Mal kurz gucken, ob es da noch den geilen Köder gibt. Aber ich glaube, Grieskugel ist so ein bisschen universell. Barbe mag den, Rasse mag den. Karausche würde ihn auch nehmen. Die Nase auch. Rotauge mag noch mal ein bisschen mehr Teigbälle. Aber ist ein guter universeller Köder. Auf jeden Fall. Oh, Zanderrute. Zumindest die vermeintliche Zanderrute. Och, was war denn das? Warum hat das denn so geklingelt, wenn jetzt hier gar nichts passiert ist? Das könnte natürlich ein Zander gewesen sein, dass ich ein bisschen zu früh angezogen habe. Aber eigentlich, wenn es klingelt, dann ist der Fisch doch eigentlich unterwegs. Dann haben wir es doch sozusagen geschafft. Na gut, dann gehe ich nochmal die abchecken hier. Oh, es war ein echt ein schöner Barsch. Mensch, 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 so einen hätte ich gerne nochmal. Ist die These auf jeden Fall noch nicht belegt von mir, dass hier ein guter Barsch-Spot ist. Wie gesagt, ihr könnt mir immer gerne in die Kommentare ein paar kleine Spots mit reinschreiben. Ihr wisst, das freut mich sehr. Na? Was ist los? Willst du Angel nicht mehr rausholen oder was, Schauspieler? Nee, keine Lust mehr. Oh, aber ich glaube an der anderen Grundrute. Da ist was dran. Da ist was dran, Leute. Aber es ist halt wahrscheinlich auch wieder was Kleineres. Da geht auch noch nicht so richtig. Jetzt. So, jetzt aber. Jetzt hängt er. Das könnte auch ein Barsch sein. Oder ein ganz kleiner Zander. Ne, ist ein Barsch. Jupp, 26 cm. Natürlich nochmal ein etwas kleinerer Geselle. Aber ich freue mich immer über die Barsche. Ich weiß nicht. Es ist schon ein sehr einzigartiger, gefärbter Fisch, finde ich. Aber das bestätigt mir jetzt, finde ich schon, dass hier schon ein Barschgebiet ist. Würde ich jetzt schon mal stark von ausgehen. Klar, wir haben natürlich Top-Köder dran. Aber es sind ja auch gleichzeitig gute Köder für den Zander. Und Barsch, der mag es ja auch, der steht ja auch gerne mal im flachen Wasser. So, dann tun wir mal den Wobbler weg und fangen mal an. Was haben wir denn jetzt hier noch Schönes? Medium Spoon. Das ist natürlich auch ein schöner Hechtköder.
jetzt nicht so groß, aber so breit ist es hier auch nicht. Genau, da komme ich trotzdem bis rüber. Ich würde gerne mal hier so nur das kleine Stückchen, aber ich würde gerne mal am Kraut vorbeiziehen. Um einfach mal abzuchecken, ob da nicht auch ein Hechtkollege drunter steht. Ansonsten kann ich vorne noch mal an dem Stein probieren. Oder drüben von der anderen Uferkante weggelockt. Wir kennen ja unsere Hechtfreunde. Das sind ja ganz, ganz clevere Burschen, die irgendwo lauern. Vorzugsweise an irgendwelchen Schilfkanten, überhängenden Bäumen und sonst irgendwas. Schlagen sie aus dem Nichts zu. Gucken, was sie für eine Köderführung mögen. Ich habe auch alles mal komplett. Oh, jetzt hatte ich einen schönen Biss. Alles mal komplett durchrepariert jetzt. An Sachen, Ruten, Sehne, Sachen habe ich auch weggeschmissen, die schon verschlissen waren. Vorfächer habe ich ausgetauscht. Also, es sollte wieder funktionieren alles. Und wir sind gut aufgestellt. Jetzt hatte ich doch da einen Biss. Das muss ich da auf jeden Fall nochmal hinwerfen. Wenn man irgendwo einen Biss hatte, dann will man ja wissen, was es gewesen ist. Ah, da hängt doch schon. Ihr habt es gesehen. Da hängt schon kurz dran. Und hat dann doch wieder losgelassen. Gibt's doch nicht. Ah, ärgerlich. Das könnte ein richtig guter Barsch gewesen sein. Ah, schade, das ist ärgerlich. Zwei Würfe, zwei schöne Bisse. Und einmal hing er schon kurz. Das heißt, beim dritten Mal kommt entweder nichts und beim vierten Hammern oder jetzt knallt es richtig drauf. Oh, okay. Vermeintliche Zanderrute. Oh, das ist ein Zander. Oder ein ganz dicker Barsch. Nee, wollte gerade sagen, das wäre fast zu groß gewesen für. Also, das ist dann schon da. Denken wir, so könnte ein einzigartiger Barsch hier beißen. Geil. Oh, andere Rute auch. Okay, Barsch und Zander sind ja vertreten. Zwar nur kleine Zander, aber sie sind da. Das könnte. Ja, das wird auch ein Zander sein. Nee. Kollege Kleinwels ist vorbeigekommen, um sich den Regenwurm einzuverleiben. Ha, na schön. Sind zwar alle noch klein, aber natürlich trotzdem sehr hübsch. Und wenn ich sowas im Urlaub fange, im Angelurlaub, dann würde ich mich schon sowas von freuen. Aber ihr wisst ja selber, das Wetter ist nicht der Freund von uns Menschen dieses Jahr. Es ist echt sehr, sehr schwierig für die Natur. Es tut mir auch sehr leid für die Natur, für die Pflanzen, für die Fauna, Flora. Ihr wisst Bescheid. Ja, und was an der Oder passiert ist, falls ihr es noch nicht wisst, aber ich denke, ihr wisst es alle. Das ist einfach nur unmenschlich, könnte man fast sagen, wie man sowas einfach machen kann. Ich weiß es nicht so. Jetzt ist hier gleich wieder ein Fisch dran. Möchte jetzt ja auch nicht eher näher drauf eingehen. Das gehört jetzt nicht in die Videos. Wir sind hier, um zu angeln und um die Fische ordentlich schön kalt zu machen, damit wir sie wieder warm machen können in der Pfanne. So, jetzt hat das gleich gebissen. Das gibt's doch gar nicht. Und das ist ein Barsch. Oder? Doch was anderes. Genau, Rotauge oder so sein. Ja. 21 cm. Es wird etwas größer. Es wird etwas größer. Schön. Nee, gefällt mir hier. Gefällt mir sehr gut.
Ich weiß, es ist jetzt erstmal nur Kleinvieh, aber wenn ich jetzt hier einen tendenziellen Barschspot schon mal halbwegs habe, ist das für mich schon mal viel wert. Ich würde gerne richtig schöne, dicke, fette Barsche fangen. So, jetzt will ich auch nochmal mit der Spinnrute hier. Deswegen erstmal nur die eine Grundrute. Ich will gucken, wer jetzt hier gebissen hat. Es hat sich ja jemand gemeldet, aber wer es war, das steht noch nicht fest. Bitte melde dich nochmal, mysteriöser Anbeißer. Ich rufe dir. Er hat echt jetzt keine Lust mehr, gell? Jetzt sind wir ein bisschen am Stein hängen geblieben. So, die große Geldfliege schwirrt schon mal neben uns. Ich brauche aber keine Geldfliege, ich brauche eine Fischfliege. Aber dafür habe ich ja Heißgetränke. Deswegen ein Prösterchen. Oder wie sagt man beim Kaffee? Gut Böhnchen. Na komm. Gib dir nochmal einen Ruck und beiß nochmal an. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, vorm Angelurlaub. Wenn man weiß, das ist noch so selbst so 3-4 Monate hin, da geht ja schon die Aufregung los. Was brauche ich noch? Was will ich alles ausprobieren? Sind meine Routen überhaupt noch gut genug? Sind meine Spulen noch gut genug? Und irgendwas kauft man sich auf jeden Fall. Und man kommt meistens nie, also unter 50 bis 100 Euro kommt man meistens nie weg. Und wenn man es erst dort in Angeladen sich doch mal irgendwas gönnt. Also es ist irgendwie so ein bisschen ein Fluch und ein Segen zugleich. Die Angelei. Schade, der Kollege will nicht mehr. Och Mensch, das ärgert mich so ein bisschen. Ich will nochmal die andere Rute rausschmeißen. Hauen wir mal die Eritzen hier daneben. So, das werden jetzt erstmal die letzten Ecken sein, die wir hier beangeln für heute. Aber ich finde, es ist auch ein schöner Spot. Wir haben schon mal gesehen, es geht ja auch ohne Ahnung und ohne alles kann man hier Fische fangen. Und es macht auch Spaß. Mal die Köder nochmal wechseln. Das ist natürlich rein Hecht hier. Ja, das ist natürlich jetzt ein mega fetter Haken. Ich nehme mal den, der war zwar eigentlich mehr für die Forellengeschichte, aber ein 6-0 Haken weiß ich nicht. Damit kann ich hier natürlich mal einen Wels rausholen, wenn der überhaupt drauf beißt. Aber der ganz große Barsch, geht der auf den 6-0 Haken? Ich weiß es nicht. Kann es mir fast nicht vorstellen. Aber hier auf so einen 3-0er würde ich schon eher sagen, dass da was gehen kann. Aber das ist natürlich wieder die Forellenfarbe schlechthin. Aber es gibt auch keine richtig guten, da fehlt mir noch eine Größe. Ah! Jetzt hat man einen Biss. Und zwar einen schönen. Ah, schade, schade, schade. Okay, das könnte Barsch sein. Nee, Mini-Zander. Nee, junger Hecht. Ja, dann steht er also doch dort unterm... Oh, da ist wieder der Ballonfahrer. Wilfried, hast du wieder deine geilen Alten oben mit dem Ballon? Oder ist es der Emma, die wieder die ganzen heißen Stecher dabei hat? Nee, ich glaube nicht. Gut, alles klar, das war wahrscheinlich der Otto. Aber hier haben wir ein kleines Otto hängen, ist natürlich wirklich mega klein. Gut genährt ist er, auch 47 cm, ein halbes Kilo bringt er auf die Waage. Da mache ich jetzt mein letztes Würfchen neben das Krautfältchen hier und
Ich hätte gerne noch was auf der Spinnrute, Mensch, das hat doch gerade so schön gebissen. Das hat so schön gebissen. Gut, dann holen wir das Ding nochmal raus. So, Kollege Flieche, du bist ruhig, sonst raucht's. Vielleicht dann nochmal hier hinten. Oh, was war das? Gleich eine Henge gehabt. Oh, oh, ja, aber wirklich gleich einen schönen Biss. Ja, ist halt auch eine recht harte Rute hier. Es ist eine schöne Rute für dicke Fische. Ach, schon wieder. Ja gut, wir haben einen großen Haken. Das können jetzt auch die kleinen Barsche sein, die jetzt hier immer reinhaken. Aber das fühlt sich so cool an über den Controller nach wie vor. Wirklich wie wenn er mit einer Rute fischt und merkt, wie die Fische da reintucken. Beim Forellenangeln ist das zum Beispiel auch immer, finde ich immer mega cool, wenn man dann die kleinen Bisse schon merkt. Bleiben ja nicht immer hängen. Ist ja auch gut so. Wollen ja auch ein bisschen eine Herausforderung haben im Angeln. Nicht einfach nur reinwerfen und alles rausangeln. So, der letzte Fisch mit der Spinnrute, das wäre doch geil. Na gut, jetzt geht noch mal was an die Zander. Am Zanderstock ist, hat sich noch was gemeldet, sehe ich gerade. Zieht in unsere Richtung, aber zieht noch nicht genug. Und das ist ja nun wirklich eine weiche Rutenspitze. Das kann natürlich wieder Kollege Rotauge sein. Ich gehe mal ran, ich probiere es mal. Nee, würde ich schon. Das könnte auch Kollege Bosch sein. Ja. Ja, wieder ein 28er. Schön. Ha, das sind einfach schöne Fische, oder? Ich weiß nicht, dazu kann ich auch nicht viel mehr sagen. Ich finde die einfach hübsch. Hübsch, hübsch. So, ich wollte doch mit der Spinnrute was fangen, Leute. Das ist doch das erklärte Ziel jetzt noch. Na mein Gott, dann gucken wir doch mal gleich. So, zerre dich raus, mein Freund. Ich zerre dich aus deinem Nest raus. Jetzt haben wir hier nun wirklich so eine Artenvielfalt, aber viele Barsche und mehrere Zander hier an der Brücke. Also spricht natürlich schon dafür, dass hier Zander, Kleinzander sage ich jetzt mal, und schöne Barsche vertreten sind. Ach Leute, es ist ein bisschen gerade zum Mäusemelken. Ich hätte gerne meinen schönen Fang noch. Oh, Hänger. Und jetzt sind wir wieder im Wasser. Oh! Oh. Gibt's doch gar nicht, Leute. Viele, viele Fehlbisse. Aber eine Nummer kleiner habe ich leider von dem Spinner hier nicht mit. Und der große Barsch, also sag mal jetzt der 35er, sag ich jetzt mal, der geht auf jeden Fall auf das Ding drauf. Das ist dem definitiv nicht zu groß. Die Zander, die sollte so ein Spinner eigentlich relativ kalt lassen. Die Hechte, aber da fängt man auch schon ein paar 40er mit so einer Größe. Die klimpern sich ja alles rein, die Jungs. Und wenn es genauso groß ist wie die selber. So, das ist jetzt mein letzter Versuch hier mit der Spinnrute auf der Ecke. Ich würde noch einmal dort vorwerfen. Aber dann sollte es heute wahrscheinlich mit der Spinnrute einfach noch nicht sein. Vielleicht ist das auch nicht die beste Ecke für die Spinnrute hier. Jetzt, ja!
Es könnte ein kleiner Hecht sein, ja. Der ist so hart eingestiegen. Ein junger Hecht, 60 cm, aber die machen schon Spaß an der Rute. Wenn es nicht gerade draußen 34 Grad sind, das Wasser hat 26 Grad, dann gehen die schon richtig auch ab. Schön. So, dann würde ich es dabei belassen, meine lieben Freunde. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt zu The Fisherman. Und ich hole noch den letzten Fisch raus. Ja, das passt ja wieder. Auf jeden Fall Part 143. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da, ein Abo. Und ja, kommt beim nächsten Mal wieder mit vorbei. Hier haben wir nochmal ein schönes Bärschlein. Wunderbar. Schöner Abschlussfisch. Macht's gut, euer Affenkönig.